Der Trick mit der Zwiebel in der Socke ist bereits über 100 Jahre alt, doch gerät leider immer mehr in Vergessenheit. In diesem Video zeige ich dir, wie du das Ganze für dich anwenden kannst und was es dir Unglaubliches bringt. Dafür brauchst du eine Zwiebel. Diese solltest du jetzt in ungefähr 1 cm dicke Scheiben schneiden, denn so dick sollten sie mindestens sein, damit du sie an deinen Füßen anwenden kannst. Wenn du das Ganze jetzt fertig gemacht hast, solltest du damit schon direkt zu deinen Füßen gehen. Schnapp dir jetzt eine Socke, zieh sie einmal zur Hälfte an, nimm dann die erste Zwiebelscheibe und drücke sie hier herein, sodass sie ganz vorne an deinem Fuß sitzt. Jetzt schnappst du dir eine weitere Scheibe und packst sie ans hintere Ende deines Fußes und ziehst die Socke komplett drüber. Die Zwiebel sollte jetzt hier einen guten Halt haben und deine gesamte untere Fußseite bedecken. Zieh dir jetzt im besten Fall noch etwas dickere Socken hinterher an, so hält das Ganze deutlich besser und verrutscht nicht so schnell. Wenn du jetzt unter beiden von deinen Füßen die Zwiebeln hast, dann solltest du damit in dein Bett gehen. Denn was du jetzt machen solltest, ist einfach damit schlafen. Wende es also in der Nacht an und lasse die Zwiebeln die ganze Nacht an deinen Füßen. Erst am nächsten Morgen, wenn du wieder aufwachst, entfernst du sie wieder. Doch was bringen die Zwiebeln an den Füßen jetzt überhaupt? Die Zwiebel hat einen antimikrobiellen Effekt, das heißt, du kannst damit die Ausbreitung von Bakterien in deinem Körper hindern. Zudem ist sie entzündungshemmend, deshalb sagt man der Zwiebel auch nach, sie sei ein natürliches Antibiotikum. In den Fußsohlen enden viele Nerven und auch Blutbahnen. So können die Inhaltsstoffe aufgenommen werden und du wirst schneller wieder gesund oder wenn du merkst, dass du krank wirst, kannst du der Krankheit vielleicht einigermaßen entkommen. Außerdem sagt man, dass du mit der Zwiebel in der Socke deinen Körper langsam entgiftest. Wenn du also das nächste Mal merkst, dass du krank wirst oder du bereits krank bist, dann probiere es mal mit der Zwiebel in der Socke und sei überrascht über das grandiose Ergebnis. Und wenn du jetzt noch wissen möchtest, warum du Zimt in dein Wischwasser kippen solltest, dann schau dir unbedingt das Video an, welches du jetzt auf dem Bildschirm siehst. Klicke direkt drauf.